Herr Vorsitzender, Frau Bundeskanzlerin, liebe Delegierte, liebe Freunde. Als Thomas Strobel und ich den ersten Entwurf für diesen Entwurf, für diesen Antrag gemacht haben, da war für uns klar, das Thema Kampf gegen den Terror kommt an die erste Stelle. Jetzt sind wir schon einige Tage nach dem 13. November. Und hier ist wenig über Terrorbekämpfung geredet worden. Natürlich von Thomas Strobel als dem Mitantragsteller und von Wolfgang Schäuble. Weil wenn man Innenminister ist oder Innenminister war, da bleibt die Sorge um die Sicherheit ein hohes Gut. Und das ist auch verständlich. Was manchmal schwierig ist, dass wenn Sicherheitsbehörden und Innenminister für Sicherheit vorsorgen, dass es dann viel Unterstützung gibt, wenn eine gefährliche Situation vorliegt. Und weniger Unterstützung, wenn sie angeblich nicht mehr vorliegt. Deswegen kann ich nur sagen, bleiben wir wachsam. Wir haben viel gemacht. Die Vorratsdatenspeicherung ist erwähnt. Fluggastdatenabkommen ist erwähnt. Der Haushalt ist erwähnt. Wir haben so viele Stellen bekommen, wie seit Jahren nicht mehr für unsere Sicherheitsbehörden. Übrigens auch dank Wolfgang Schäuble. Und das ist gut. Die Zeit des Personalabbaus ist vorbei. Bei Bund und bei den Ländern sollte es auch so sein. Die Terroristen wollen Menschen töten. Aber in Wahrheit wollen sie einen Angriff auf unsere Freiheit und unsere Art zu leben. Und dem dürfen wir nicht nachgeben. Allerdings ist eine Sorge vor einem Terroranschlag auch ein Wert. Denn es zeigt, dass die Menschen es wertvoll finden, dass wir in Freiheit leben. Und deswegen ist diese Sorge richtig und sie muss uns tragen in unserer Arbeit, auch wenn scheinbar ein Terroranschlag weit weg ist. Ich kann Ihnen sagen, ich würde gerne der deutschen Bevölkerung sagen, wir sorgen dafür, dass es in Deutschland keinen Terroranschlag gibt. Ich kann es nicht und ich will es nicht und ich werde es nicht tun, sondern wir können sagen, wir sind wachsam, wir tun, was uns möglich ist. Sicherheitsbehörden brauchen dazu Unterstützung, aber wir werden in dieser Terrorlage leben müssen und ohne uns dabei in unserer Art zu leben, in unserer Freiheit zu leben, in unserer freiheitlich-demokratischen Stolz und Lebenshaltung zu verändern. Und das ist die beste Antwort auf Terroristen. Nun zum Thema Flüchtlinge. Natürlich müssen wir eine Balance finden zwischen unserer humanitären Verantwortung und dem Vermeiden von Überforderung. Wir haben uns wahrlich unserer humanitären Verantwortung in diesem Jahr gestellt. Und der Antrag, den wir jetzt vorlegen und den wir zur Annahme empfehlen, findet die richtige Balance zwischen humanitärer Verpflichtung und Vermeiden von Überforderung. Und zwar durch ein Bündel von Maßnahmen, nicht nur durch eine einzige. Und ich habe mal jetzt beim Zuhören und beim Durchgehen der Anträge überlegt, wie kann man das gliedern und ordnen? Und ich habe das mal versucht, in 15 Punkten zusammenzufassen. Keine Sorge, es geht ganz schnell. 5 Punkte international, 5 Punkte europäisch und 5 Punkte national. In der kürzestmöglichen Form. Was sind die Maßnahmen, dass wir uns unserer humanitären Verantwortung stellen und Überforderung vermeiden? International. Erstens, Kampf gegen den Terror eingebettet in eine politische Lösung des Syrien-Konflikts. Zweitens, Hilfe für die Menschen in den Flüchtlingslagern. Drittens, Unterbindung der illegalen Migration durch Verhandlungen mit der Türkei. Viertens, Schutz der europäischen Außengrenzen. Und fünftens, Bekämpfung der Schleuser. Das ist das, was wir international tun müssen. Jetzt zu dem, was wir europäisch tun müssen. Ich zähle jetzt bis 15. Sechstens, gemeinsames europäisches Asylsystem in Europa und damit Verringerung der Anreize, nach Deutschland zu kommen. Siebtens, Verteilung der Schutzbedürftigen in Europa. Achtens, volle Wiedereinführung von Dublin, solange es kein anderes System gibt. Neuntens, Festhalten an Schengen, so lange wie möglich. Und zehntens, zeitlicher und inhaltlicher Vorrang des europäischen Außenschutzes vor nationalen Maßnahmen.
und in Deutschland. 11. Unterscheidung zwischen Schutzbedürftigen und Nichtschutzbedürftigen. 12. Rückführung derjenigen, die nicht schutzbedürftig sind. 13. Begrenzung des Familiennachzugs. 5. Integration der Schutzbedürftigen. Und 15. dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, gesellschaftlicher Zusammenhalt gegen Populismus, Hass, Gewalt und Parallelgesellschaften. Das ist in kürzester Form dessen, was wir an Maßnahmen machen müssen. Und noch ein paar Worte zur Integration. Was heute noch nicht vorgetragen worden ist, ich glaube, wir können die Integration so vieler Menschen, die schutzbedürftig sind, bei uns nicht mit den bisherigen Maßnahmen hinbekommen, wie wir so üblicherweise Probleme lösen. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Wir müssen etwa die Zahl der Integrationskurse verdoppeln im nächsten Jahr. Und die Kultusminister der Länder müssen viele, viele Lehrer finden, die Deutsch geben. Dafür haben wir super Voraussetzungen. Deutsch als Fremdsprache, 4 Jahre Studium, Qualifizierung, alles wunderbar. Wird nicht gelingen, wenn wir das so hinkriegen. Wenn wir so die Anforderungen hochhalten an das, wie wir normalerweise Probleme lösen, dann sind wir nicht mehr flexibel genug, um das zu lösen, was vor uns steht. Und deswegen nutzen wir die Chance der Integration als neue Flexibilisierungschance für unser Land. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Berufliche Qualifizierung. Unser ganzes Bildungssystem beruht auf formaler Qualifizierung. Wenn einer eine formale Qualifizierung hat, dann ist er geeignet, einen Beruf auszuüben. Ja, denkst du bei Flüchtlingen, da wird das nicht so gehen. Da gibt es keine beruflichen Qualifizierungen, die prüfen wir lange. Was wir tun müssen, ist rein in Arbeit und dann gucken, wie ist die berufliche Erfahrung. Und dann wird daraus, glaube ich, ein Schuh der Integration daraus, nicht umgekehrt. Ein weiterer Punkt zur Integration, auch davon war heute noch nicht die Rede, Geduld. Ich muss sagen, wir müssen diejenigen, die hier sind und diejenigen, die untergebracht werden, zu Geduld auffordern. Ja, viele Unterkünfte sind nicht bequem. Ja, es ist eng. Ja, es fehlen manchmal sanitäre Anlagen. Ja, die Verfahren dauern lange. Aber ehrlich gesagt, wenn unser Land 1 Million Flüchtlinge schultert, dann geht das nur, wenn diejenigen, die zu uns kommen, mehr Geduld aufbringen und nicht gewalttätig werden und sich gegen andere wenden, sondern das tun, was nötig ist, damit wir sie schnell entscheiden und damit wir schnell zur Integration bei denen kommen, die schutzbedürftig sind. Geduld ist für alle ein guter Ratgeber. Nächster Punkt. Das ist der Umgang mit diesem Thema. Das treibt mich schon lange um. Irgendwie, liebe Freunde, ist weit über Rechtsextremisten hinaus in diejenigen, die unsere Flüchtlingspolitik kritisieren, eine Sprache des Hasses, ein Verlust an Umgangsformen, uns gegenüber, Medien gegenüber, anderen gegenüber, sozusagen entstanden, der mich besorgt. Manchmal frage ich, wie dünn ist eigentlich die Zivilisationsschicht, die wir im Umgang miteinander haben? Wo ist die Kinderstube geblieben? Was ist da eigentlich los? Auch da kann man viel erklären. Das hat mit Unsicherheit zu tun, mit vielem anderen mehr, mit Angst. Ich weiß nicht warum. Aber wir können nicht hinnehmen, dass wir so miteinander diskutieren, dass man Politiker als Hochverräter, Journalisten als Lügenpresse, Asylbewerber als Viehzeug bezeichnet, bis hinein weit weg von rechtsextremen Kreisen. Wir wollen zivilisiert und anständig in unserem Land miteinander umgehen. Und das müssen wir auch in der Flüchtlingsdebatte beweisen. Und zum Schluss Veränderung. Die Kanzlerin hat davon gesprochen. Julia Klöckner hat davon gesprochen, Thomas Strobel hat davon gesprochen. Ich will auch einen Satz zur Veränderung sagen. Und ich weiß, dass viele Sorgen haben vor Veränderung, weil es uns ja auch so gut geht und wir in stabilen Verhältnissen leben. Mein Gesellschaftsbild, mein Verständnis vom Menschen, von Gesellschaft ist so, dass Freiheit und Freiheitsausübung immer zu Veränderung führt. Das ist ganz normal. Kinder werden groß, Kinder verändern sich und das ist etwas Wunderbares, zu sehen, wie sich Kinder verändern. Eltern verändern sich übrigens auch im Verhalten zu Kindern hoffentlich. Das heißt, es geht nicht um die Frage, ob wir uns verändern, sondern um die Frage, wie wir uns verändern. Wer Veränderung leugnet, wird verändert.
Nur wer Veränderung annimmt, ist imstande, den Veränderungsprozess zu prägen. Und nur wer stark ist, kann Veränderungen prägen. Unser Leitbild ist unsere Leitkultur. Wir haben lange überlegt in den Vorbereitungen. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesen Antrag wieder reingeschrieben haben, wir bekennen unsere Leitkultur. Darauf sind wir stolz und darauf sind wir selbstbewusst. Und damit wollen wir umgehen. Ob sich unsere Gesellschaft zum Negativen verändert, liegt, Annegret Kramp-Karrenbauer hat es am Beispiel der Moslems gesagt, liegt nicht so sehr an denen, die zu uns kommen, sondern liegt vor allen Dingen an uns, wie stark wir sind. Je stärker wir den Veränderungsprozess prägen, umso weniger geht er in eine Richtung, die wir nicht wollen. Und dazu ist Selbstbewusstsein als stolze Demokraten, als christliche Union angesagt und nicht Verzagtheit. Und dazu fordere ich uns auf. 16 Wortmeldungen in der allgemeinen Aussprache. Deswegen wäre es gut, es ist ja schon schwer, sich auf 3 Minuten zu konzentrieren. Wir machen es einfacher, es soll sich jeder jetzt auf 2 Minuten konzentrieren. Das wäre total nett. Ja, das okay, verwirrt Peter mich jetzt etwas, warum wir jetzt plötzlich wieder 16 Reden hatten. Vorhin war schon mal Ende der Rednerliste. Das ist erstaunlich. Jetzt bleiben nur noch 2 Minuten pro Redebeiter. Peter Haug jetzt aus Baden-Württemberg. Diskussion nach vielen Wochen, weil der Antrag auch zeigt, dass die CDU handlungsfähig ist und dass die CDU in wesentlichen Fragen auch geschlossen ist. Da unterscheiden wir uns von Roten, wir unterscheiden uns von den Grünen und wir unterscheiden uns auch von den Schwarzen im Osten. Das ist eine klare Botschaft an die Bevölkerung in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube auch nicht wie mein Vorredner, dass es an der Rhetorik fehlt. Es fehlt an der Überzeugungskraft von uns allen. Es fehlt am Willen zur Einigung. Es fehlt an der Frage der Geschlossenheit. Und im Vorfeld dieses Parteitages hat diese Partei ja gezeigt, dass wir imstande sind und in der Lage sind, uns auch über strittige, kontrovers zu diskutierende Themen zu einigen, weil wir eine Volkspartei sind und weil wir die Kraft dazu haben, und einen Antrag zu verabschieden, der auch den Konsens im Prinzip dann beschreibt. Das halte ich für zwingend notwendig, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil damit auch ein Signal in der Öffentlichkeit ausgeht, ein Signal, dass wir in der Lage sind, das Thema in den Griff zu bekommen. Das ist ja das Eigentliche, was uns die Menschen vielleicht ein Stück weit mit Skepsis begegnen. Ja, seid ihr Politiker in der Lage, den Herausforderungen Herr zu werden, diese Herausforderungen zu meistern? Ich glaube, wir sind es. Und wir sind es auch deshalb, weil wir eine Parteivorsitzende haben, die mit Mut, die mit großem Engagement, die sich hineingekniet hat in die Thematik und Führung in den westlichen Demokratien auch weit über Europa hinaus angetreten ist. Auch Demokratie hat Verantwortung und sie hat Verantwortung übernommen. Ich bin deshalb stolz, dass ich dieser Partei angehöre und ich bin auch stolz darauf, dass Angela Merkel unsere Parteivorsitzende ist. Recht herzlichen Dank, das war super. Sollte noch nicht der Schluss sein, aber es war ein wunderbarer Schluss. Ne? Also, Christian Wagner als Nächster, danach Thomas Mann. Tja, Peter Haug wollte eigentlich noch was sagen, aber jetzt läuft die Zeit doch ein bisschen schneller. Christian Wagner wird das auch zu spüren bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wenn wir die Flüchtlingskrise bewältigen wollen, dann müssen wir uns über die Fakten, die unbestreitbaren Fakten verständigen. Zu diesen Fakten gehört zuallererst, dass im Jahre 2015 einschließlich der nicht registrierten 1 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sein werden. Und unbestreitbar ist leider auch, dass gegenwärtig jeder in unser Land kommt, der es will, in unbegrenzter Zahl und häufig unkontrolliert und auch illegal. Zu diesen Fakten gehört, dass viele Bürger unseres Landes verunsichert sind, liebe Parteifreunde. In der Jahreshauptversammlung meines CDU-Gemeindeverbands der letzten Woche wurden besorgte Fragen gestellt, die wir beantworten müssen. Es wurde gefragt, setzt sich die ungeordnete Einwanderung im selben Maße auch im Jahre 2016 oder gar 2017 fort? Wo sind die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit, sozialpolitisch, arbeitsmarktpolitisch, gesellschaftspolitisch? Selbst Bundespräsident Gauck hat vor wenigen Tagen vor einer Überforderung unseres Landes gewarnt. Und das treibt die Menschen um. Meine Damen und Herren, angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der Flüchtlinge aus Ländern mit einer völlig anderen Kultur, Religion und Werteordnung kommen,
werden über Fremdungsängste, man kann sie teilen oder nicht teilen, jedenfalls geäußert. Entstehen Parallelgesellschaften oder gibt es gar Entwicklungen wie in den Banlieues Frankreichs oder in Brüssel? Und ähnliche Sorgen äußert der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Er sagt wörtlich: Ich habe die Sorge, dass viele Flüchtlinge aus Kulturen kommen, in denen der Hass auf Juden ein fester Bestandteil ist. Meine Damen, das sind Sorgen, die auch aus der aufgeklärten Mitte der Gesellschaft kommen. Und deshalb müssen wir sie im hohen Maße ernst nehmen, die entsprechenden Antworten auch finden. Zur Lösung der Krise gibt es zahlreiche Vorschläge, die alle in sich plausibel klingen, von denen ich aber sage, werden sie bereits in den nächsten 2-3 Jahren auch greifen? Werden sie dazu führen, dass im Jahr 2016 und 2017 die Flüchtlingsströme nach Deutschland massiv zurückgehen? Und da habe ich, wenn ich ehrlich bin, erhebliche Zweifel. Einiges wurde von dem Vorvorredner hierzu schon bereits gesagt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir müssen intellektuell redlich sein. Die genannten Lösungsvorschläge werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht dazu führen, dass weitere Millionen von Menschen unkontrolliert in unser Land nicht einströmen. Was ist zu tun? Wenige Sätze. Ich meine, wir müssen in allererster Linie in dieser Zeit, in dieser überschaubaren Zeit der nahen Zukunft auf eigene Lösungen setzen. Wir werden uns selbst helfen müssen. Wir werden uns im Sinne des ursprünglichen JU-Antrages entscheiden müssen, wie viel und welche Flüchtlinge wir nach Deutschland einreisen lassen. Schweden hat in den letzten Tagen erklärt, dass seine Kapazitäten erschöpft seien. Für Schweden gibt es an der Grenze seine Aufnahmefähigkeit. Und ich füge hinzu, meine Damen, das ist eine Lebensweisheit für Deutschland natürlich auch. Warum ist es so schwer, das offen auszusprechen? Und was heißt das konkret? Damit will ich schließen, liebe Freunde. Das heißt natürlich konkret, dass wir jetzt unmittelbar, solange wir die gesamte Problematik auch international nicht in den Griff bekommen, dass wir mit polizeilichem Personaleinsatz unsere Grenze, insbesondere nach Österreich, kontrollieren müssen. Schon an der Grenze müssen diejenigen zurückgewiesen werden, die illegal nach Deutschland einreisen wollen. Wenn wir nach dieser Maxime handeln, meine lieben Parteifreunde, dann werden wir es schaffen. Herzlichen Dank. Sagt Christian Wagner vom konservativen Flügel der CDU und widerspricht damit der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden und der Karlsruher Erklärung, die eben genau diese Grenzkontrolle in dem beschriebenen Sinne nicht vorsieht. Aber jetzt mehren sich doch die Stimmen derer, die sagen, die Menschen haben Probleme mit so vielen Flüchtlingen, wir müssen etwas tun. Das will auch hier die Mehrheit des Parteitags und die Karlsruher Erklärung, die nachher ja zur Abstimmung ansteht. Nächster Redner hier, Thomas Mann, er ist Mitglied im Europaparlament. In einer Welt, in der es daran mangelt. Das war die Begründung von Times Magazine, warum Angela zur Persönlichkeit des Jahres wurde. Absolut recht. Man darf seine Politik nicht orientieren an aktuellen Stimmungen. Man darf nicht davon weggehen, dass wir eine bestimmte Grundhaltung haben, eine christlich-soziale Grundhaltung. Davon werden wir niemals Abstand nehmen. Das hat Angela Merkel deutlich gemacht. Und wir werden auch nicht von unseren Werten abgehen. Und wir müssen dafür sorgen, dass andere diese Werte dabei mit übernehmen. Ich bin froh, dass wir nicht über dieses Thema sprechen, das wir in den letzten Tagen hatten, dass wir uns zerfleischen werden. Es ist gut, dass wir einen gemeinsamen Antrag gefasst haben. Und ich halte es für richtig, gestärkt durch die Großrede von Angie, dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr wie die Kaninchen auf die Schlange starren, wenn es um diese A-Partei geht. Die A-Partei in Deutschland, die war vor Monaten klinisch tot. Sie ist gestärkt worden durch die Adaption von verschiedenen Inhalten. Haben wir doch gar nicht nötig. Wer ist denn Frau Petri, wenn sie den Versuch macht, Probleme mal nicht zu finden und zu sagen, ich würde gern eine bestimmte Idee kreieren und weiß nicht weiter, dann lacht sie. Diese Frau ist eine reine Grinsekatze und nichts weiter. Warum soll man dieser Dame folgen? Viele sind dabei, die haben Angst, ja.
Und viele sind dabei, die haben große Probleme. Einige von denen können wir gewinnen. Nicht alle sind Fremdenhasser. Da müssen wir aber dafür sorgen, dass sie nicht bei Pegida mitmachen, wenn Galgen gebaut werden und die Namen von Politikern aus unseren Reihen auch nach draußen geben. Und wenn dort gesagt wird, wir sind das Volk, dann ist das falsch. Ein kleiner Teil eines Volkes und nichts weiter. Wir müssen einen großen Teil der Leute, die Angst haben, mitnehmen. Kommt rein in die Erstaufnahmezentren. Kommt rein in die Heime, die wir gesehen haben, nämlich für unbegleitete Flüchtlinge. Nehmt mal teil, lernt mal Flüchtlinge selbst dort mit kennen, um zu sehen, das sind die meisten eben nicht Schmarotzer und nicht Leute, die uns beleidigen wollen. Da sind viele Leute dabei, die absolut guten Willens sind. Und die letzte Bemerkung zum Thema Europa kann ich als Europaabgeordneter sicherlich machen. Wir haben vieles erreicht. Hotspots, die sollen jetzt arbeiten können. Sicherung der Außengrenzen ist der zweite Bereich. Die Liste der sogenannten sicheren Länder ist erweitert worden. Wir gehen gegen Schmuggler vor, wir wollen Frontex erweitern, alles wichtige Bereiche. Nur zwischen den Beschlussmöglichkeiten, die wir haben, und der Realisierung gibt es noch große Unterschiede. Da haben einige Redner, auch Carsten Linnemann, absolut recht. Nur wer soll dieses Thema denn lösen? Doch nicht diejenigen, die auf Parteitagen sich ein bisschen tummeln, sondern die wie Angela Merkel nach vorne geben, versuche Überzeugung zu machen bei all den anderen Ländern, die noch nicht dabei sind. Und wenn das nachher nicht mitgeht, müssen aus meiner Sicht die europäischen gemeinsamen Solidaritätsprogramme, europäischer Sozialfonds, europäischer Regionalfonds und anderes reduziert werden, damit die Länder sich an das gewöhnen, was wichtig ist, gemeinsame Verantwortung mitzutragen. Lassen Sie mich schließen mit der Äußerung, die ich am 3.10. bei uns in Frankfurt in der Alten Oper hörte, von unserem Bundespräsidenten. Er sagte, es kann keine Lösung in der Flüchtlingsfrage geben, es sei denn, sie ist europäisch. Wir Europäer werden dafür sorgen. Ja, das ist ganz interessant, was Thomas Mann gesagt hat. Das sagen hier ganz viele Liebe auf Freunde, diesem Parteitag, nämlich, dass man sich bemühen muss um eine Lösung europäischer Art. Und wenn das nicht funktioniert, muss man den Europäern auch zeigen, wie abhängig sie von Deutschland sind, etwa in Finanzmitteln. Das wird hier immer wieder gesagt. Und liebe Freunde bei uns, Fritz Bohl ist hier, Christian Schwarz-Schilling, zwei aus den früheren Kohl-Kabinetten, Roland Koch ist hier. Alle herzlich willkommen. Sagt der Generalsekretär unter Helmut Kohl, Peter Hinze, der hier noch einige Ehrengäste begrüßt. Nächste Rednerin Elke Hanak, sie ist stellvertretende Vorsitzende des DGB und im Bundesvorstand der CDU. Ich will für den Antrag des Bundesvorstandes sprechen. Der Paul Ziemiak hat es gesagt, wir haben gestern im Bundesvorstand intensiv um Formulierungen gerungen und wir haben Kompromisse gefunden. Wir haben Kompromisse gefunden, weil wir es eben als Volkspartei noch nicht verlernt haben, aufeinander zuzugehen und ehrlich miteinander zu diskutieren. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, darauf können wir alle stolz sein. Aber in den wichtigen Punkten sind wir am Ende doch einig. Menschen, die Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, die müssen wir faire Asylverfahren und die Aufnahme ermöglichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der aktuellen Situation nicht die Debatte führen müssen, ob wir es schaffen. Wir müssen die Debatte führen, wie wir es schaffen. Und darauf gibt der Leitantrag an vielen Stellen die richtigen Antworten. Und natürlich wissen wir, wenn die Einreisezahlen nach Deutschland auch in den nächsten Jahren weiterhin auf gleich hohem Niveau bleiben, dann dürfen wir die gesellschaftlichen und auch die ökonomischen Risiken nicht ignorieren. Und auch das tun wir nicht. Deshalb sagen wir sehr konkret in dem Leitantrag etwas zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Wir sagen sehr konkret etwas, wie wir die Flüchtlingszahlen reduzieren können. Wir sagen aber auch, wir können das nicht alleine. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gefordert und müssen ihre Verantwortung für die Versorgung und die Eingliederung von Geflüchteten übernehmen. Aber das allein entlässt uns nicht aus unserer eigenen Verantwortung. Wir müssen uns natürlich fragen, welche Voraussetzungen brauchen wir in Zukunft, damit Integration besser gelingt? Wie müssen wir unsere Infrastruktur verbessern? Denn wahr ist auch, wir haben in den vergangenen Jahren einen drastischen Personalabbau im öffentlichen Dienst erlebt.
Und nicht zuletzt gilt das auch für die 16.000 Stellen, die in den vergangenen 10 Jahren allein bei der Polizei abgebaut worden sind. Bei den Lehrerinnen und Lehrern hat die GEW bereits 2001 rund 50.000 Lehrer mehr eingefordert, in Schulen und auch in Berufsschulen. Viel zu wenig ist seitdem geschehen. Und ich sage das auch: mit einem öffentlichen Dienst, der zu wenig Personal hat, kann man die anstehenden Aufgaben nur schwerlich meistern. Hier müssen wir nacharbeiten, und das tun wir auch, so steht es im Leitantrag. Wir wollen den Flüchtlingen mit Bleibeperspektive möglichst schnell Teilhabechancen eröffnen. Sie brauchen schnelle, sie brauchen vor allen Dingen gute Zugänge in Bildung, Ausbildung, Studium, Qualifizierung und auch in gute Arbeit. Und deshalb muss Integration und muss auch Sprachunterricht so früh wie möglich einsetzen. Auch das haben wir in den Leitantrag geschrieben. Aber liebe Freundinnen und Freunde, eine gerechte, eine solidarische Politik muss alle Menschen und die Verbesserung ihrer Teilhabechancen in den Blick nehmen, und zwar unabhängig davon, ob sie geflüchtet sind oder ob sie mit und ohne Migrationsgeschichte hier in Deutschland leben. Dafür werbe ich. Bitte stimmen Sie dem Leitantrag zu. Herzlichen Dank. Gerade der letzte Punkt von Garnack ist sehr wichtig. Auch den hört man immer wieder in Diskussionen, dass zum Beispiel die Langzeitarbeitslosen in Deutschland nicht die Zeche dafür zahlen, dass neue Arbeitnehmer nach Deutschland hinzuwandern. Das ist der Wunsch von vielen. Meine Damen und Herren, seit 10.20 Uhr überträgt Phoenix live für Sie diesen Bundesparteitag der CDU. Und da kann es schon mal passieren, dass auch bei uns ein technischer Fehler sich einschleicht. Das war keine Absicht, aber einer der ersten Redner in der Debatte war Rainer Haseloff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, und wir haben diese Rede schön übertragen, aber offensichtlich gab es ein Tonproblem, und deswegen werden wir an dieser Stelle die Rede von heute Mittag von Rainer Haseloff Ihnen nochmal in Gänze zeigen. Herzlichen Dank, Herr Tagungspräsident, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Angela, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es uns in den letzten Tagen, vor allen Dingen auch am gestrigen Tag, gelungen ist, zu dieser abschließenden Karlsruher Erklärung zu kommen. Unabhängig davon, dass die Abstimmung noch aussteht, bin ich deswegen froh über diesen Kompromiss, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir unter der Führung der CDU auf der Bundesebene, aber auch in den entsprechenden Ländern das Heft des Handelns in der Hand haben und dass wir es geschafft haben, trotz dieser Anfangsschwierigkeiten Ordnung ins System zu bringen und dafür zu sorgen, dass das Thema, was uns gerade als Union sehr stark betrifft und unser Markenzeichen ist, nämlich innere Sicherheit, nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite ist es auch eine wichtige Botschaft, dass wir den vielen, vielen in den Kommunen, nicht nur den Ehrenamtlern, sondern auch den hauptamtlich Beschäftigten, Landräten, Bürgermeistern, Oberbürgermeistern klar machen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und dass wir wissen, dass das Asylrecht in Deutschland unangetastet ist, dass es aber ganz klar auch Integrationsgrenzen gibt, die sich mit den natürlichen Ressourcen in den Kommunen festmachen. Und das ist, denke ich, auch die Botschaft aus unserer Erklärung, dass wir sagen, wir lassen euch nicht allein. Wir wissen, dass es natürliche Grenzen gibt, die wir im Blick behalten, wo der Bund, aber auch die Länder für die Kommunen in die Finanzierung mit reingehen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Integration wirklich gelingen kann. Und dass auf der anderen Seite es möglich sein muss, dass wir mit den Anstrengungen, die wir machen, auch ein Zeichen in Richtung Europa geben, dass wir, wenn wir uns als Deutschland nicht überfordern wollen, unbedingt die europäische Solidarität und insgesamt den europäischen Gedanken brauchen, wenn es darum geht, diese internationale Herausforderung zu bewältigen. Es geht an dieser Stelle nicht ohne Europa. Deswegen unterstützen wir auch ganz klar alle Aktivitäten der Bundeskanzlerin, wenn es darum geht, alle 28 im Boot zu halten, beziehungsweise auch dafür zu sorgen, dass die internationalen Zuständigkeiten auch ausgefahren werden und die Konfliktherde entsprechend auch bewältigt werden. Eine Sache ist mir noch ein ganz wichtiges Thema. Wir sind in den Wahlkämpfen, auch in den drei genannten Ländern, und wir haben es dort ganz klar auch in der Auseinandersetzung
mit einer politischen Kraft zu tun, die rechts von der CDU steht und demzufolge für uns nicht zum demokratischen Spektrum. Und wir haben uns immer vorgenommen, dass rechts von der CDU im demokratischen Spektrum kein Platz sein darf. Und deswegen sind wir als Union aufgefordert, auch in den Wahlkämpfen klar Flagge zu zeigen, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, für innere Sicherheit sorgen, erfolgreich integrieren, wissen, wo unsere Grenzen sind, aber auch entsprechend der AfD keine Luft lassen. Darum lassen Sie uns gemeinsam ringen in den Wahlkämpfen. Ich freue mich auf eine gute Wahlkampfaktivität mit dir, liebe Angela, beziehungsweise mit den anderen Wahlkämpfenden, Julia Klöckner und auch dem Kollegen Wolf. Ich denke, dann werden wir erfolgreich sein. Das ist das Zeichen für 2016, dass wir auch bei den anderen Landtagswahlen und vor allen Dingen für 2017 als Union vorne sind und weiterhin die Regierungsverantwortung in der Hand behalten. Das braucht Deutschland, das braucht Europa. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, soweit also Rainer Haseloff, meine Damen und Herren, der heute Mittag hier als einer der Ersten gesprochen hat. Und wir haben Ihnen die Rede nochmal komplett gezeigt, da wir ein technisches Problem da bei der Rede hatten. Momentan spricht jetzt hier in der Aussprache Marco Wanderwitz, er ist Bundestagsabgeordneter. Das zum einen. Den zweiten Punkt hat mir unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière fast schon abgenommen, aber nun stehe ich einmal hier und deshalb möchte ich ihn auch noch ganz kurz ansprechen. Sie hören auch aus dem politischen Sachsen hier und da Botschaften, wir haben es vorhin gerade von Kollege Haug aus Baden-Württemberg gehört, die im Rest der Bundesrepublik Deutschland etwas schwer zu verdauen sind. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es gibt auch in Sachsen viele Politiker in der CDU, die die Meinung vertreten, dass der Kurs, den unsere Bundeskanzlerin fährt, ausdrücklich richtig ist. Ich gehöre dazu und möchte das deutlich sagen. Dankeschön. Danke auch für die versprochene Prägnanz. Uwe Schummer, Ute Hoffmann, Jan Welzel. Uwe Schummer. Uwe Schummer ist ebenfalls Bundestagsabgeordneter. Und auch er hat jetzt hier das Wort in der Debatte, die doch wesentlich länger dauert, als wir zunächst erwartet haben. Aber es gab eben sehr viele Wortmeldungen und fast alle, zumindest sehr viele, sage ich mal, haben den Kurs der Kanzlerin zu 100% unterstützt. Uwe Schummer. Die wesentlichen wichtigen Erfahrungen als christliche Demokraten am Niederrhein, weil dass wir vor vielen Jahren angefangen haben, gemeinsam das Abrahamsfest zu feiern, und zwar mit den christlichen Gemeinden bei uns in der Heimatstadt, mit der muslimischen Gemeinde und auch mit der jüdischen Gemeinde. Und dass wir an Abraham auch festgemacht haben, dass wir in der Tiefe des Glaubens Wurzeln haben, auch an die wir gemeinsam andocken können. Und letztendlich führt diese konkrete Erfahrung und das Miteinander dazu, dass eben Hass auch zurückgedrängt werden konnte. Und wenn man gemeinsam im Glauben dann auch zusammensteht, dann braucht man natürlich sowas wie einen Kompass. Und wir verteilen eben seit vielen Jahren die Grundgesetze in deutscher Sprache in den letzten Jahren an der Moschee, an Flüchtlingsheimen, auch in arabischer Sprache, so dass dort auch Lesegruppen entstanden sind, die Arabisch lesen und Deutsch auch dann vermitteln, nicht nur mit dem Koran, sondern auch mit dem Betriebssystem unserer parlamentarischen Demokratie, der Verfassung, der wir alle miteinander verpflichtet sind. Und da steht in der Präambel, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, verpflichten wir uns, in einem geeinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Und dann der erste Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da steht in der Präambel eben nicht, die nachfolgenden Grundsätze und Grundwerte gelten bis zu 500.000 Menschen in den nächsten Jahren zusätzlich. Grundsätze, Grundwerte gelten für alle Menschen, egal woher sie kommen, egal wohin sie gehen. Und das ist Verfassungspatriotismus, da sind wir Verfassungspartei, wir als christliche Demokraten. Und etwas Ermunterung habe ich auch von der Basis mitbekommen, von der Kreisfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, die mir sagt, als Abgeordneten des Kreises Viersen, wir kennen die Situation, wir haben in einer Gemeinde etwa 30.000 Einwohner, 2.500 Flüchtlinge, die kommen werden. Da sagte die Feuerwehr, der Kreisbrandmeister, wir kennen die Situation Anfang der 90er Jahre, wir können das Problem lösen und wir schaffen das. Und das ist Ermunterung von der Basis. Auch die sollten wir hören und die müssen wir mitnehmen. Das ist Rückenwind für den Antrag und Rückenwind für Angela Merkel. Danke, Ute Hoffmann. Danach Jan Welzel.
und danach Peter Beuth. Ja, meine Damen und Herren, das war Uwe Schummer, der sich auch hier nochmal ins Zeug gelegt hat für die Karlsruher Erklärung zu Terror und Sicherheit, Flucht und Integration, also hinter die Position der Bundeskanzlerin gestellt hat. Es gab den ein oder anderen Redner, wenige waren es, das gebe ich zu, wie Christian Wagner zum Beispiel aus Hessen oder Michael Schreiber aus Baden-Württemberg, die diesen Kurs für grundsätzlich falsch halten und lieber Grenzen kontrollieren wollen in Deutschland und abriegeln wollen. Das wird schwer möglich sein und ist auch nicht die Mehrheitsmeinung hier bei der CDU unbeantwortet, aber von der Mehrheitsmeinung ist natürlich die Tatsache, was passiert eigentlich, wenn der Kurs der Bundeskanzlerin, nämlich auf Europa zu setzen, in einem Viertel oder halben Jahr keine Früchte trägt. Dann, ja, was dann? Also auch das ist offen, genauso wie die Frage, wie man die Grenzen eigentlich zubekommt in diesen Tagen. Insofern bleiben beide Fragen offen und wir wollen mal bei Hans-Werner Fittkau nachhorchen, ob die Delegierten im Saal da vielleicht eine Idee zu haben. Ja, vielen Dank, Herr Joachim von Falwar. Ich nehme diesen Ball mal auf. Die Kanzlerin, aber auch vorhin der Finanzminister setzen ja beide auf die europäische Schiene, sag ich mal, zur Lösung des Flüchtlingsproblems. Birgit Hundeshagen aus Göttingen in Niedersachsen. Was ist denn eigentlich, wenn das nicht gelingen wird, sagen wir mal im nächsten halben, dreiviertel Jahr? Was geschieht denn dann? Wir hoffen ja, dass das gelingt. Das muss gelingen. Und wir haben ja auch gesagt, wir schaffen das. Und ich gehe auch ganz fest davon aus. Wir haben eine wunderbare, also auch eine aufmunternde Rede gehört von der Kanzlerin, die Mut gemacht hat. Und da hoffe ich das schon. Ich selbst bin auch tätig als ehrenamtliche Helferin und betreue eine Familie, eine Flüchtlingsfamilie. Aber das ist eine. Und wenn man sieht, wie viel Arbeit das ist, habe ich schon Angst davor, dass ich mir sage, wenn jetzt zu viele Flüchtlinge kommen, wenn das nicht klappt, was soll dann passieren? Aber wir müssen das gemeinsam schaffen. Aber wir haben ja nicht nur die europäische Lösung. Und sind ja auch deutsche Lösungen hier gesagt worden. Familienzusammenzug erstmal 2 Jahre nicht. Ja? Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Die Abschiebung derer, die nun kein Asyl hier bekommen, das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube schon mit dieser Kanzlerin, dass wir das schaffen. Diese Kanzlerin hat nicht nur Sie begeistert, sondern viele andere Delegierte. Hier ist die Rede davon, große Rede. Kann es sein, dass diese Kanzlerin jetzt diese Partei auf eine ganz, ich sag jetzt mal, verrückte Art und Weise durch die Flüchtlingskrise völlig modernisiert? Das, ja, was heißt modernisiert? Ich glaube, das kommt automatisch. Also ich erlebe das bei mir, ja, dass ich also auf einmal ein ganz anderes Verständnis für Muslime bekomme durch diese Arbeit mit dieser Familie, dass ich einen anderen Gesichtspunkt bekomme zu den Flüchtlingen und das finde ich eigentlich wichtig. Und dann kann es sein, dass, wenn Sie das sagen, ja, würde ich sagen, modernisieren, würde ich schon sagen. Meine Ansichten haben sich gewaltig geändert, ja. Vielen Dank. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Wir haben noch einen Moment Zeit. Wir bleiben in Niedersachsen. Ich widme mich mal den Delegierten, die jetzt versuchen, wegzuschauen und auszuweichen, nehme ich an. Trotzdem, wir sind live bei Phoenix. Ich wollte mal fragen, jetzt ist ja schon ein großer Teil der Debatte gelaufen heute Nachmittag zur Rede von Frau Merkel, so mit ein bisschen Distanz. Was würden Sie für sich sagen? Was waren die wichtigsten Akzente? Also die wichtigsten Akzente waren nach meiner Meinung, dass man ganz klar die Handlungsfelder aufgezeigt hat, was zu tun ist und dass wir da auch Zeit brauchen. Man kann von heute auf morgen, die Dinge werden nicht von heute auf morgen zu einer Lösung geführt, sondern das ist ganz klar gesagt worden. Und das war für mich sehr wichtig, zu erfahren, wie wir die Dinge wieder zur Ordnung kommen, wie wir die Flüchtlingsströme auch dort, wo die Ursache entstanden ist, vermindern, das heißt dort die Ursachen bekämpfen und auf der anderen Seite die Verringerung der Flüchtlingsströme auch eindämmen. Und das, denke ich, ist gelungen durch das, was uns aufgezeigt wurde. Zeit brauchen ist ein wichtiges Stichwort. Sie haben es gesagt, die Kanzlerin hat es gesagt. Ja, glauben Sie denn, dass das draußen im Land in Ihren Ortsverbänden auch gehört wird von Ihren Parteifreunden und auch von den Bürgern, dass man dafür Zeit brauchen wird? Ich denke ja, denn ich hatte jetzt schon einige Mitteilungen bekommen, die die Rede von Frau Merkel gut fanden. Und ich glaube schon, jeder weiß, dass sowas nicht von heute auf morgen zur Regel ist. Und ich finde auch sehr große Engagement in den Ortsteilen, in den Ortsverbänden. Die Ehrenamtlichkeit ist da hervorragend. Und von daher habe ich da keine Sorge. Vielen Dank für diese Einschätzung. Das waren Einschätzungen hier aus dem Landesverband Niedersachsen. Und Gerd Joachim von Falwar macht jetzt weiter.
Ja, und hier geht es immer noch weiter mit der Aussprache. Im Moment hat das Wort Peter Beuth, der hessische Innenminister. Sozialdemokratische Maulhelden, die es allenthalben überall im Lande gibt, die beschreiben die Probleme, aber sie leisten keinen Beitrag zu den Lösungen, so wie wir das heute hier tun. Vielen Dank. Ja, da hatten wir ihn noch ein bisschen abgeschnitten. Also Peter Beuth hat sich nochmal eräußert, dass die SPD nichts zur Lösung des Problems beitrage und die Kanzlerin dort vorweg marschiere. Nächste Rednerin kommt ebenfalls aus dem Bundestag, Jutta Eckenbach, wie der ein oder andere Bundestagsabgeordnete, der hier schon zu Wort kam. Lassen Sie mich auch zu dem Antrag ein paar Worte sagen und zu dem, was wir heute beschlossen haben oder beziehungsweise noch beschließen werden, so wie ich denn hoffe. Zunächst einmal aber bedanke ich mich recht herzlich bei unserer Bundeskanzlerin für eine engagierte Rede, die sie heute Morgen hier gehalten hat und uns alle auf den richtigen Weg auch noch mal gebracht hat und ich hoffe, die CDU auch in Gänze mitgenommen hat. Als Sozialpolitikerin und Arbeitsmarktpolitikerin des Deutschen Bundestages sind mir aber hier nicht nur die Flüchtlinge wichtig, sondern auch die Menschen, die seit vielen Jahren langzeitarbeitslos sind. Und auch an dieser Stelle geht es, beide Gruppierungen zu integrieren, mitzunehmen und sie denn dann auch in Arbeit zu bringen. Denn das ist etwas, was wir auch für die soziale Stabilität in unseren Kommunen dringend benötigen an der Stelle. Aber auch dazu sind wir als CDU sehr gut aufgestellt. Ich glaube, soziale Balance zu halten, das haben wir und das werden wir als CDU schaffen. Wir haben von vielen Rednern heute Morgen schon gehört und heute im Laufe des Tages gehört, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Ja, das sind wir. Wir werden das schaffen. Und ich hoffe, dass morgen in der Zeitung steht, nicht, dass die CDU 4 Stunden über die in der Aussprache diskutiert hat, sondern dass in der Zeitung morgen zu lesen ist, die CDU ist auf dem richtigen Wege mit ihrer Kanzlerin Angela Merkel. Herzlichen Dank. Dankeschön auch für die kurze, pointierte Rede. Lisa Winkelmeier-Becker, Bianca Seger, Dr. Maximilian Krah. Elisabeth Winkelmeier-Becker, ebenfalls Bundestagsabgeordnete, Sprecherin für Recht, also ja, für Recht der Bundestagsfraktion, meine Damen und Herren. Aber sie ist verloren gegangen, ich sehe sie noch nicht. Eine kleine Pause, die der Vorsitzende bestimmt nicht gut heißt, denn wir hängen hier schon gewaltig im Zeitplan. Eigentlich hätte die Karlsruher Erklärung schon längst abgestimmt sein müssen, aber es gibt eine muntere Aussprache hier, wobei die meisten Redner sich hinter der Argumentation der Bundeskanzlerin aufgebaut haben. Nächste Rednerin jetzt also, weil die Vorrednerin fehlt, ist Bianca Seger. Ja, meine Damen und Herren, liebe Vorsitzende, ich möchte aus dem Land Nordrhein-Westfalen unter anderem darüber berichten, dass wir trotz der tollen Anträge es immer noch nicht geschafft haben, viele Dinge umzusetzen. Unsere Anträge auch zum 1. November, die schon umgesetzt wurden, die Gesetze, die waren wunderbar. Wir spüren auch vor Ort die ersten Auswirkungen, Gott sei Dank. Aber man muss den Menschen wirklich im Einzelnen differenziert erklären, dass nicht unsere CDU, dass nicht die Regierung diejenigen sind, die nicht weitergehen und nicht vorangehen und weitere Gesetze machen und eine Lösung finden, sondern dass auch die Länder nicht das umsetzen, was wir fordern. Und daher bitten wir ganz massiv, noch mehr Druck aufzuüben, insbesondere auf die rot-grün regierten Länder, doch die Maßnahmen, die sehr guten Maßnahmen, die schon beschlossen wurden und jetzt demnächst auch beschlossen werden, umzusetzen. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank, Dr. Maximilian Krah, danach Kai Wegner und danach Jenovan Krishnan. Herr Tagungspräsident, liebe Freundinnen und liebe Freunde, ich bin mit 19 in die CDU eingetreten und seitdem immer ehrenamtlich aktiv. Und deshalb spreche ich hier vor allen Dingen in der Verantwortung für meine Basismitglieder in Dresden-Schachwitz. Und wir haben in der letzten Zeit vernommen, dass sehr viel über Worte gestritten und diskutiert wurde. Niemand sollte sein Gesicht verlieren. Aber die Mitglieder vor Ort, die wollen Taten sehen. Sie wollen konkrete Handlungen haben, wie sie mit den Problemen, die sich aus der Flüchtlingskrise ergeben, fertig werden. Wir brauchen die Möglichkeit, unsere Sicherheit und unsere Stabilität selbst herzustellen. Und wir dürfen uns nicht auf Herrn Erdogan verlassen. Sie erwarten eine kraftvolle Politik der CDU. Wir sind die Europapartei. Wir sind geprägt worden
von Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Und sie haben uns zwei Grundsätze gegeben: keine Experimente und keinen deutschen Sonderweg. Das Experiment der offenen Grenzen, das wir zurzeit erleben, ist ein deutscher Sonderweg. Und ich kann leider die Hoffnung so vieler hier, dass andere europäische Länder uns helfen werden, damit fertig zu werden, nicht teilen. Dresden schaut nach Osteuropa und in Osteuropa kann ich diese Bereitschaft nicht erkennen. Und auch Frankreich hat andere Probleme mit dem Front National, als dass es sich da noch weitere Probleme aufhalsen wird. Das Zweite, was wir sind die Partei des Rechtsstaats. Das Asylverfahrensgesetz und das Grundgesetz geben uns jetzt schon die Möglichkeiten, auch unberechtigte Migranten an der Grenze abzuweisen. Und auch hier bedauere ich, dass wir diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. Die Menschen vor Ort erwarten aber, dass wir zu diesen Prinzipien stehen. Keine Experimente, keine Sonderwege und Ausnutzung dessen, was rechtlich möglich und geboten ist. Und deshalb sehe ich zwar, dass der Antrag, wie er heute abgestimmt werden soll, in die richtige Richtung geht, dass er schon einen Schritt besser ist als das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Aber wenn wir die nächsten Monate weiter täglich tausende Zuwanderer über die offenen Grenzen erleben, wird es nicht reichen. Und deshalb kann es heute nur eine Etappe sein. Aber wir sind nicht hier, um eine Etappe zu gehen, sondern die Erwartungen sind höher. Und deshalb bitte ich Sie, gerade bei den Änderungsanträgen, die beiden, die zur Abstimmung stehen, das mutige Zeichen zu setzen, damit aus dem Vorschlag des Bundesvorstandes ein Antrag und ein Beschluss wird, der auch die Zustimmung unserer Basis und unserer Wähler findet. Vielen Dank. Ja, Maximilian, gerade auch sehr kritisch. Ihm passt die Karlsruher Erklärung in der vorliegenden Form, in der korrigierten Form nicht, weil er sagt, die Probleme vor Ort sind einfach zu groß. Die Bundeskanzlerin ist ja in ihrer Rede darauf eingegangen und hat gesagt, wir müssen auch etwas riskieren. Sie hat an Konrad Adenauer erinnert, sie hat an Helmut Kohl erinnert, dass man eben in der Stunde der Entscheidung auch Dinge nach vorne blickend entscheiden muss und natürlich immer impliziert, dass eine Lösung in kürzerer Zeit zustande kommt. Nächster Redner jetzt, Kai Wegner, auch er ist Bundestagsabgeordneter. Unserer Bundeskanzlerin. Ich möchte mich aber vor allem als Berliner für eine ganz besondere Passage in dem Antrag bedanken, lieber Peter Tauber. In Zeile 515 sagen wir, wenn das so beschlossen wird, was ich mir sehr wünsche, dass wir aufpassen müssen, dass die Wanderungsbewegung in die großen Städte und die Ballungsräume verhindert wird und dass wir eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge in ganz Deutschland vornehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil wenn wir die Akzeptanz der Menschen behalten wollen, wenn wir auch die Akzeptanz der Integrationsfähigkeit behalten wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es auch in Ballungsräumen noch Möglichkeiten gibt, für den Schulsport Turnhallen für unsere Kinder zur Verfügung zu stellen, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn alle Turnhallen irgendwann mal in unseren Städten geschlossen sind, wird die Akzeptanz für Flüchtlinge, wird die Akzeptanz, diese Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, gegen Null laufen. Das sind einfache Konzepte, die meistens die Sozialdemokraten haben. Wir dürfen das aber nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, wenn wir genauso handeln, auch im Sinne dieses Antrages, dann glaube ich, liebe Frau Bundeskanzlerin, werden wir das schaffen. Ich glaube, wir werden es schaffen, weil wir es schaffen müssen. Das haben Sie deutlich gemacht. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen es vor allem schaffen, weil es außer uns keine andere Partei schaffen kann. Und dafür wünsche ich Ihnen, liebe Frau Bundeskanzlerin, ganz viel Erfolg, viel Rückenhalt und viel Tatkraft in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank. Ja, und jetzt geht es ein bisschen fixer, muss es auch. Wir hängen hier im Zeitplan. Der nächste Redner ist der Vorsitzende des Rings christlich-demokratischer Studenten, Jovan Krishna. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Vater ist vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Sri Lanka, weil dort ein Bürgerkrieg war. Er kam hierher, wusste nicht, wie die Sprache geht, wusste nicht, wie er sich zu verhalten hatte.
und war dort, hier in Deutschland, und wusste nicht, was er machen sollte. Ich habe ihn dann neulich gefragt, wie ging's dir? Hattest du Angst? Hattest du Sorge? Und er sagte zu mir ganz klar, Jenno, wer aus Angst und Sorge Entscheidungen trifft, der kommt nicht voran im Leben. Man muss ein klares Ziel vor Augen haben und die hatte er. Er hat die Sprache gelernt, er hat sich integriert und wohnt jetzt im schönen Allgäu mit meiner Mutter zusammen. Meine Mutter hat mich letztens angerufen, ich hatte dann 5 Anrufe in Abwesenheit. Und wenn ich 5 Anrufe in Abwesenheit von meiner Mutter habe, dann heißt das entweder, ich habe was ausgefressen oder es ist irgendwas passiert. Und dann ging ich ans Telefon, habe zurückgerufen, habe gefragt, Mama, was ist los? Und sie hat zu mir gesagt, Jenno, ich war gerade beim Milchbauern und habe Milch geholt. Ich fühle mich richtig deutsch in diesem Moment. Und das hat mich irgendwo berührt, weil das zeigt, meine Eltern sind vor 30 Jahren aus ihrer Heimat geflohen und fühlen sich hier total heimisch. Das ist ein wichtiges Signal und ich glaube, das müssen wir auch nach außen schicken, dass Menschen, die hierher kommen, auch sich integrieren wollen. Und den Leitsatz meines Vaters habe ich immer beherzigt. Ich habe nach der Grundschule die Empfehlung für die Hauptschule bekommen. Anstatt mich hinzusetzen und mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, Mann, warum sitze ich auf der Hauptschule, habe ich mich hingesetzt auf den Hosenboden und habe darauf hingearbeitet, aufs Gymnasium zu kommen, das Abitur zu machen und anfangen zu studieren. Jetzt studiere ich Politikwissenschaften in Frankfurt und bin bereit, Leistung zu erbringen. Und ich glaube, wir müssen auch von den Flüchtlingen fordern, sich zu integrieren und auch zu fordern, fördern und fordern. Thomas Strobel hat das vorhin sehr gut gesagt, dass wir von den Flüchtlingen fordern und fördern müssen. Und das haben wir als RCDS auch in den Leitantrag mit reingebracht, dass die Studienplatzvergabe für Flüchtlinge auch auf dem hohen wissenschaftlichen Standard beruhen muss. Vielen Dank. Ja, nochmal eine Stimme der Jugend. Jetzt der nächste Redner in der Aussprache, Ernst Brenning von der LV Berlin. Bevor er das Wort ergreift, habe ich eine besondere Freude, die Vorsitzende unserer schwedischen Schwesterpartei, Moderaterna, bei uns zu begrüßen, Frau Anna Kinberg-Batra. Dear Anna, welcome at the German CDU Conference. So, und jetzt Herr Ernst Brenning aus Berlin. Herr Tagungspräsident, Frau Bundeskanzlerin, ich glaube, viele von uns und die meisten sind froh gewesen, dass es einen gemeinsamen Antrag zu dem Thema Flüchtlinge heute gibt. Es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn gestritten wird. Und am schlimmsten, glaube ich, wenn das auf der höchsten Ebene und öffentlich passiert. Es ist schön, dass das zumindest jetzt nicht mehr der Fall ist. Und ich hoffe für uns alle, dass das auch so bleiben kann. Ich möchte im Wesentlichen eine kurze Anmerkung machen. In einer Passage unter Nummer 11 unserer Vorhaben ist der Begriff Flüchtlingskrise vermerkt. Ich finde, wenn es irgend geht, sollte er rauskommen. Man kann das Flüchtlingspolitik oder sonst wie nennen. Aber wir haben keine Krise, wenn man bedenkt, dass wir etwa 1,2% Flüchtlinge in diesem Jahr aufnehmen, bezogen auf unsere Gesamtbevölkerung. Davon über Fremdung oder Ähnlichem zu reden, spielt anderen in die Hand, was wir genau nicht wollen. Die Bundeskanzlerin ist unser sympathisches Gesicht in der Welt. Dafür können wir alle dankbar sein und mit ihr, glaube ich, können wir es schaffen. Vielen Dank. So, jetzt geht's los. Wir sind damit am Ende der Aussprache und ich glaube, alle Delegierten teilen, wir hatten eine sehr, sehr gute Aussprache zu einem sehr wichtigen Thema.